Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte. Und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt. Es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair. Der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Die Zuschauer erheben sich für die Nationalhymne Portugals von ihren Plätzen. Das ist ein Gänsehautmoment. Da geht es jetzt um nicht viel, aber ein Spiel zwischen diesen beiden Top-Teams ist immer ein Genuss. Wir dürfen sicher sein, wir erleben hier heute Fußball auf ganz hohem Niveau. Und wenn sich die beiden Teams neutralisieren sollten, dann geschieht das mit Sicherheit auf einem Level, von dem wir sagen, ja, das ist mit das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Die Partie hat schon begonnen. Eine Standardfrage an unseren Experten. Wer ist deiner Ansicht nach der wichtigste Spieler hier? Seine Kompromisslosigkeit immer wieder am Rande der Legalität tut der Mannschaft immer wieder richtig gut. Pepe ist, glaube ich, der Mann, der heute der entscheidende Stabilisator sein könnte. Absolute Zustimmung von meiner Seite. Der Mann ist der geborene Leader und Abwehrchef. Bernardo Silva. Ein sehr kluger Pass. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Danilo Pereira. So ungestüm in den Zweikampf gegangen. João Moutinho. Er hat in der Trickkiste geschlafen. Bernardo Silva haben wir hier. Nicht ohne Risiko dieses Tackling im eigenen 16er. Stark angesetzt zum Kopfball. Nee, nicht ganz. Pepe ist zur Stelle und entschärft die Situation. Guerrero. Messi. Ruben Dias. Wenn sie den Ball verloren haben, dann geht es sofort ins Gegenpressing. Ja, gutes Pressing. Sie wollen dem Gegner die Kugel so schnell wie möglich wieder abjagen. Absolut. Und das moderne Pressing war ja in den Augen vieler Experten gleichzeitig ja auch das Ende des Tiki-Taka-Fußballs. Kann man durchaus so sagen, das Pressing ist zwar weniger was für Feingeister, erfordert aber genauso viel Spielintelligenz und Teamwork. Er bringt ihn.
Das war ein ganz klares Foulspiel im Strafraum. Und das bedeutet Elfmeter. Argentinien hätte das natürlich gerne vermieden. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Na klar war das kein schönes Foul, aber die Frage ist erlaubt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass der so alleine hätte durchmarschieren können? Er versenkt ihn und bringt seine Mannschaft in Führung. Kühl und abgeklärt verwandelt. Er verwandelt ganz sicher und souverän, auch weil der Torwart sich für die falsche Ecke entschieden hat. Convertido en el minuto 20, número 7.